Okay. Das wird ganz schön maroder Baum. Wenn so ein kleines Stück, so ein kleiner Stein den ganzen Baum fällt. Sag mal. Oh. Der war alt und vertrocknet. Ja, sonst würde es mich arg wundern. War was zum Klettern. Na! Oh Gott. Nein, 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 nein. Erst mal gucken. Erst mal gucken. Hier hin. So. Der Fisch war auch riesig. Nein, nein, nein. Der Destruktive. Ja. No, no. Oh, okay, das muss so. Gut. Ich dachte schon, ich hab verkackt. Ich dachte, ich darf jetzt auf ihm fahren. Ups. Hä? Wie komme ich dann dort? Muss ich. Muss auf ihn, oder? Wenn er. Verfehlen und dann. Ah! Mit einem Haps in meinem Mund oder wie heißt es in der Werbung? Ja. Aber warum frisst ein Fisch Wolle? Die fressen alle Wolle. Das ist total unlogisch. Komm nicht an das Ding da unten. Brauche ich hier wieder einen Fisch? Ich kann ja hier nicht so richtig schwingen.
kann hier auch nicht schwingen. Kommt hier ein Fisch? Ich kann tauchen, aber nicht lange. Dann fängt direkt an, mein Controller zu vibrieren und ich ertrinke. Quasi. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Geh vorbei, nicht sterben. Oh. Entschuldigung, kurze Hustenpause. Die hätte man einfach mal kommen können, ne? Ja. Oh. Schade, ich dachte, er hilft uns wieder. Nicht ins Wasser. Ich bin noch gerade noch gesprungen. Schnell durchgeht manchmal am besten. Kein Spiel für mich, ich denke zu kompliziert. Ich aber auch teilweise. Ich komme auf die simpelsten Lösungswege nicht. Aber ich glaube, das ist sogar ein bisschen normal.
I understand. Und jetzt? Ach so, einer muss durchschwingen, ne? Schwupp, weg ist er. Oder er. Ich weiß aber noch nicht, ob sind das beides... Also, die echten Menschen sehen aus wie ein Mädel und ein Junge. Aber das muss ja nicht heißen, dass das hier dann genauso ist. Okay, wir können hier den Boden wieder kaputt machen. Schade. Wir müssen dort oben an den Ziegelstein kommen. Aber ich habe ja hier nichts anderes, wo ich mich irgendwie festhalten könnte. Da. Oh, kann ich hier? Mal der Stein fällt hier so. So, jetzt können wir eine Brücke machen. Wir müssen uns aber erstmal wieder entknoten hier. So.
Warum ist jetzt hier unten noch so ein Knödel? Okay, also. Dann machen wir hier einen Knödel. Und hier einen Knödel. Die Brücke erstmal weg, dann machen wir hier einen Knödel. Hier einen Knödel. Jetzt. Ach so. Und jetzt? So. Gigi, danke für die ganzen Trophäen, Susi. Ich werde heute super gut schlafen können, sage ich euch, weil mein Kopf ist alle. Oh. Das ist ein Schwan. Okay, ist vielleicht kein Schwan, aber ist vielleicht eine Gans oder so. Da gibt es Schwäne mit schwarzen Schnabel und Beinen. Oh, Kapitel 4 zu Ende. Drei neue Bilder. Bilder angucken. Ist denn jetzt hier die richtige Reihenfolge? Also, der rote Vogel hat den weißen Vogel beschützt. Dann hat der andere Vogel dumm geguckt. Dann gibt es unter Wasser auch böse Fische. Dort sieht man auch den gelben Vogel tauchen. Und dann sind sie weggeflogen. Oh, dann wurden sie gefangen. Ach so. Sie waren gefangen. Dann haben sie die Gelegenheit genutzt, weil die anderen waren abgelenkt. Dann sind sie abgehauen. Dann haben die sich gewundert.
Unsere beiden Vögel mussten fliehen und tauchen und sind dann frei. So Geschichten erzählen kann ich. Weiter geht's. Ihr dürft mir ja noch keine Bilder haben. Nee. So, dann hatten wir hier... Ach nee, das war unten. Doch. Ich bin auch so ein Drops. Wir haben doch hier unten gerade was freigeschalten. Wir haben doch hier so einen Schacht aufgemacht irgendwo. Hat ihr den Schacht unten aufgemacht? Doch an der Seite so eine Klappe aufgemacht. Naja. Dann halt nicht. Ist wieder so ein Herausforderungsgebiet. Machen wir vielleicht ein andermal. Wisst ihr, wo euer Impfausweis ist? Ja. Den habe ich immer in meinem Terminkalender. Gut, dann können wir jetzt ja doch hoch. So. Da müsste das jetzt Level 5 sein. War nix. Gut. Dann Level 5. Aber wenn du meinst, wegen... Frischans Werk, in dem die Maschine versucht, irgendwas. Wegen Corona-Impfung. Es gibt viele Leute, die keinen Impfausweis mehr hatten. Haben. Die kriegen einfach einen neuen. Durch der Hund einer Freundin gebissen hat. Autsch. Aber das mit dieser Corona-Impfung, ich bin seit 3 Wochen berechtigt, geimpft zu werden. Ich gucke seit 3 Wochen jeden Tag nach einem Impftermin und ich kriege nie einen. Ich komme immer nur in die dumme Warteschlange und ich komme nicht mal zur Wahl meines Wunschimpfzentrums. Das ist echt frustrierend. Was macht denn ihr hier für Dummheiten? Thank you.
Hä? Das ist jetzt doof. Du musst schon. Du sollst dort oben lang. Mensch. Kompliziert. Ups. Aber ist es nicht immer so, Nina? Wenn man meint, man weiß, wo man Sachen hingepackt hat, dann findet man sie erst recht nicht wieder. Aber, weißt du, Nina, manchmal ist es ja so, einen Tag später sitzt du irgendwie auf Toilette oder so und dir fällt plötzlich ein, wo er ist. Ich hätte es geschafft. Gefunden.